Wir gehen jetzt ins letzte Video, was ich mir heute anschaue. Und zwar XD, 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 gebannt. Tata Hugo hat hochgeladen. Wir gucken rein. Komm, yalla. Was ist so euer Favorite Essen zu bestellen? Sushi. Und sichere Hase so. Sichere Hase. Ich bin schon live? Bro, nicht nur das. Sie isst die Semikado-Stäbe falsch rum. Sie fässt die Schokoladenseite an und nicht die Keksseite. Sichere Hase. Das finde ich noch was Schlimmeres. Es ist auf jeden Fall Schlimmeres. Oh mein Gott, ihr wollt noch gar nicht live sein. Baby, keiner mag dich. Mann, wissen die überhaupt, was die da machen? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Wir gehen rein in Police Simulator. Was? Patrol Officers. Person hat gerade Abfall weggeworfen, ist aber wohl eine absolute Frechheit. Überall Müll, leck mich am Arsch. Stehen bleiben, Beine breit, Ausweis dabei. Das gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa 25 Euro Bußgeld. So viel Geld habe ich nicht. Ist mir scheißegal. So viel Geld. Real. Scheiß Cops. Arbeiten. Ah, ruf mal deinen Anwalt an. Tu in dein Gesicht. Ja, hallo? Ich hab Polizei. Schön, Sie zu sehen, Officer. Hallo. Wow, was ein Gerät. Alter, Bro. Das ist ja aber nicht TÜV zu mir. Alter, was reißen die alle da raus? Erstmal knipsen. Digga, was ist denn da rausgekommen, Alter? So, ich hoffe, dass wir jetzt aufsteigen und neue Aufgaben bereit bekommen. So, wir sind einen Rang aufgestiegen. Sehr gut. Oh mein Gott! Einfach eine Spiegelreflex. Fotokamera. Bro, das ist ja Marcel sein Game, hä? Das Game ist ja auf ihn zugeschnitten. Immer näher. Du hast einen neuen Einsatztipp freigeschaltet. Einsatz leichter Unfall. Oh, okay. Sind Officer verfügbar, wir brauchen Unterstützung. Achso, warte, akzeptieren. Ich übernehme das. Nimm einen leichten Unfall auf, okay. Was? 200 Meter entfernt? Der Heidewitzka. Okay, egal, wir laufen. Die Verletzten können sich auch ein wenig gedulden. Ich komme zu Fuß mit der Mütze. Das ist ein Fiebertraum. Er spielt einfach Police Simulator. Ich finde es krass irgendwie, ich weiß nicht. Ist das hier schon der Unfall oder was? Befrage die Leute, um den Unfall zu ermitteln und aufzulösen. Vergiss nicht, alles gründlich zu untersuchen und Berichte auszuhändigen. Oh, Memo, guck mal da. Bro. Also, nein. Was ist das für ein Spielerlebnis, Digga? Was ist das? Ist es Werbung gerade? Was ein krankes Spiel. Ich fahr gegen den Boller mit dem Auto und in dem Moment habe ich einen Crash. Warzone Crash, Digga. Was ein Clip. Bitte findet einen guten Namen für den Warzone Clip. Bro, was passiert hier gerade? Das ist doch nicht immer noch Warzone, oder? Ich komme mir so vor, als ob das aus dem Sata Hugo Video ist von vor 3 Monaten oder so. Seit wann ist Warzone 2 draußen? Hä? Okay, mir liegt ein fetten Arsch. Ich geh jetzt zu einem Flieger. Es ist aktuell. Hä? Game Crash. Es ist und bleibt ein Spiel. Ich hab keinen Gaming Sound. Oh, perfekt. Ich hab einfach keinen Gaming Sound. Na, warum sollte ich auch Gaming Sound haben? Also, werd ja überbewertet einfach. Gab ein Big Update. Das ist das Update. Oh mein Gott. Das Server schmiert ab. Ach, ist das. Warzone ist tot. Es sieht danach aus, ne? Ich meine, Mickey, Marcel, wer hat noch Probleme gehabt? Ich weiß nicht, aber Warzone ist halt wirklich tot dann. Mein Cutter weiß inzwischen, dass ich ein dummes Stück Kacke bin. Der hat mir so eine Google-Doc gemacht. Guck mal, Test zum Video einreichen. Mach so rechts 50% der Facecam und links 50% die Videos. Lass dafür bei den Videos ruhig rechts und links schwarze Balken. Intro, bitte in Fullcam. Bro, danach in what? Der Cutter schreibt ihm. Nee, niemals. Niemals, Rumatra. Niemals, Bro. Das ist nicht real. Das ist nicht real. Das geht. Nee. Bitte in Fullcap und danach in den 50-50-Split. Ich habe einfach meinen eigenen Babysitter. So, dann hat er mir da sogar noch einen Text geschrieben. Bro, einfach nur für Videos anschauen auf YouTube. Das ist doch nicht wahr. Naja, Intro machen wir selber. Ist mir schon egal, was er will. Moin, Leute. Willkommen zum neuen Video auf dem Zweitkanal. Wenn es dir gefällt, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Um.
Ey, Rumatra, das muss doch nicht sein, oder? Hilft immer wieder gerne und wir spielen Blade Up mit Max zusammen. Max gleich Trimax. Kommt auch auf Thumbnail drauf. Viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, Trimax hier. Mich hat's komplett mit Corona erwischt. Abwehrtosa schreibt, geimpft und trotzdem Corona. XD, 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 XD. Das ist so 2020. XD, 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 XD. Oder? Go machen? Go, haben ja. Wir alles? Bro, ich finde es so krass. Wie schnell sich, Max lässt sich ja schon triggern und der bannt dann einfach Leute. Zum Beispiel so eine Nachricht bei mir, wenn es einer bei mir im Chat reinschreiben würde, würde ich einfach meinen Chat in das Bild reinziehen, das ist eigentlich meine Lieblingsvariante, dann im Stream einfach die Nachricht noch markieren, dass Leute es sehen und dann wieder rausziehen. Aber der bannt ja wirklich, deswegen hat er so viele, das ist für mich zum Beispiel kein Banngrund. Das ist für mich nur ein Grund, jemanden noch verbal kurz, ja, leider auch fertig zu machen, so, ne, ist ja auch nicht immer die beste Variante, aber... Go, der, jetzt bin ich gespannt. Wenn nicht, sofort abbrechen und ja, neu, ne? Wir haben alles vollautomatisch für Fließbänder, dann haben wir sogar noch einen Saugroboter, der rund um die Uhr sauber macht. Ja, jetzt ist sie zu Ende, die Runde. Also, da war nicht mal knapp, würde ich sagen. Was? Ich habe keine Pillies mehr, die ich poppen kann. Pillies. Du, was ist denn für ein weirder Slang, Alter? Aus welchen Rap-Videos hast du das denn gesnackt? Aus Papa Plattes Rap-Songs. Der rappt immer so, der mischt aus den Codein mit Sprite und so eine Scheiße. Das ist Codein? Hustensaft? Hustensaft? Das brauchst du. Mach du das mal. Digga. Also, ja gut, okay. Dass man nicht, dass die nicht wissen, was Codein ist, da sage ich gar nichts. Das ist eigentlich, ja, ist kein Wunder. Die wissen nicht, was Codein ist. Ist fair. Ja, ey, no joke, wenn hier ein Drogendealer sucht, bitte verkauft WLAN. Codein, der Typ hustet uns immer voll, Digga. Okay. He had to borrow money just to buy Burger King. Burger King, das war so ein Rumatra-Sparfehler. Ist der größer als du oder kleiner als du? Hab ich gar nicht mitbekommen. So, fresh. Alter, Rumatra, strong. 15 Uhr. Nein, hä? Ich kann vorher nicht. What? Hallo? Das ist leider falsch. 38? Auch falsch. Ist was dazwischen. 30? Auch falsch. Wieso sagst du jedes Mal? Was ist das für ein übelster Sprachfehler? Kannst du mal klippen? Ruf Toni an. Meinst du Antonia Nova? Nee, die wollen wir nicht. Alles klar, dann nicht. Wen meinst du? David. Meinst du Antonia Nova? Mann, nein, Antonia Reef. Kein Problem, ich mach nichts. Reef! Ich muss dafür auf deine Spotify. Ja, die Technik ist da. Und ich schwöre auch, die Technik ist in manchen Autos, dass du das dem Auto Best Case sagen kannst, in welche Straße du willst, aber in den meisten Fällen, oder ist so ein 50-50-Ding, bist du schneller dran, wenn du es einfach selber eingetippt hast. Ich schwör's euch, es ist wirklich Müll. Wie oft ich den Mercedes schon angeschrien habe, dass er bitte Spendi anrufen soll und er findet Spendi nicht. Und dann sage ich, ruf Serpent an. Dann geht es irgendwie. Es ist wirklich immer so ein 50-50-Ding. Warum? Darauf habe ich keine Antwort. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Ruf Antonia Reeft an. Ich rufe Antonia Rivet Mobil an. Ja, genau. Bestes Beispiel. Ich benutze Siri nie wieder. Ey Siri, was kannst du mir über Montana Black sagen? Du kannst sowas sagen wie... Das Wetter morgen in Berlin. Erstelle eine Erinnerung und schicke eine... Wow, du! Halbe Videos sind wieder meine Clips, ich schwör an Gott, Alter. Es ist wieder so. Was soll ich machen, Freunde? Ich bin einfach zu witzig, Mann. Cap! Guck mal, eine Woche nicht lustig zu sein. Ich versuche mich mal übel anzustrengen. Yo, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Warum? Wir sind Team Zickzack und heute werden wir mal wieder nicht Milo. Hallo. Ja, hi. Hi, was geht? Wir sollten sowas machen wie Varo, aber nur mit Vollidioten. Hey, woher wusstest du, dass ich 50 Viewer habe? Ja, okay, schreib das auf. No one said. Ah, er sieht es einfach. Der arme Bro. Wir haben auch noch voll drüber gelacht und noch voll so plus eins gegeben. Ey, der arme. Hey, woher wusstest du, dass ich 50 Viewer habe? Ja, okay, scheiß drauf. Also das Ding ist durch. Papa Platte, eigentlich hatte ich mit dem noch nie viel am Hut und jetzt macht er mich hier so an, also ich weiß nicht. Abgehoben, seitdem er irgendwie wieder in den Satta-Hugo-Videos ist. Warte, jetzt kann er sich einen rausnehmen. Ich habe letztens meine Cousins gefragt, ob sie so ein T-Shirt haben wollen, aber dann meinte ich so, oder werdet ihr damit gemobbt? Ja, ich schwöre, mit diesem T-Shirt werde ich mir, mit dem T-Shirt werde ich mir wirklich vorsichtig. Ich sag, ich habe ja überhaupt gar kein Merch mehr und ich, ne, also ich kann auch meine Klappe halten, aber ich will nur sagen, mit dem T-Shirt wäre ich prinzipiell vorsichtig. War da mit Bootshaus Köln. Ja, das ist aber in Ordnung, weil dann wirst du da in Ruhe gelassen. So Bootshaus, clubtechnisch so ein T-Shirt, wenn du einfach nur Bock hast, jetzt alleine einen geilen Abend zu haben so und niemand soll dich anlabern, dann passt das, würde ich sagen. Dafür, für die Anlässe ist das T-Shirt eigentlich ganz geil, ja.
Ich war mir nicht sicher, ob ihr das haben wollt. Ich habe auch keine Antwort gegeben. Geiles Marketing. Und eine Popelbremse über der Oberlippe, Digga. Für Popelbremse, hallo. Ich bin ein gepflegter Mann. Popelbremse Fujikato. Frisur auf. Auf Sonic angelehnt. Besser blaue Haare als graue Haare. Montes Haare werden zwar schon langsam grau. Gelb. An wen denkst du dabei spontan? An Carsten. Da würde ich dann kein Energy mehr trinken, sondern Wodka. Und schieß mich weg und schlaf ein. Das ist die sogenannte Phoebe, richtig? Genau so habe ich es mir bei Adam zu Hause vorgestellt. Bro, sein Setup ist dieser Drucker dahin, den hat er seit 10 Jahren. Was ist das hier? Ist es doch so eine alte, große Musikbox, die aber Dogshit klingt? Oder ist es ein Rechner von 2012? Bro, genau so sieht es bei Adam aus, wenn er nicht unterwegs ist. Und ich finde es geil, dass die Qualität so viel schlechter ist, obwohl er zu Hause ist, als wie wenn er unterwegs ist. Und das finde ich geil. Und ankündigt, dass sie sich hart dem Suff gibt. Entzündet die Tornado. Ah, dann wirklich besonders. Das ist die sogenannte Phoebe, richtig? Jo. Ich sag doch, Isa sieht aus wie 17. Nein, Bro, nicht. Nein. Isa wird mit 30, auch mit 40 noch sehr jung aussehen. Stand jetzt, finde ich, sieht sie nicht aus wie 17. Sie sieht gut aus, aber nicht wie 17. Sie sieht aus wie jemand, der volljährig einfach ist, ne? So, liebe Grüße gehen raus an Luru. War ein gutes Video, aber zu diesem Call of Duty Part fehlen mir die Worte. Ich hatte Call of Duty gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich sehe Call of Duty eigentlich auch nur, wenn Maxi noch streamt und so mit der Car und sowas, ne? Aber wer spielt noch Call of Duty? Und mir tun die Leute aber extrem leid, die halt nur eine Playstation haben. Mir tun die Leute leid, die einfach so Playstation-Zocker sind. So die typischen, die nach Hause kommen. Und ich glaube, das sind halt auch noch, die machen halt so den meisten Teil aus. Und das läuft ja einfach scheiße an sich. Ey, meine Gedanken gehen raus an alle mit der Playstation, die so, keine Ahnung, vom Fußballtraining nach Hause kommen und dann einfach zocken wollen.